BSL, Buna SOW Leuna Olefin Verbund GmbH. Ein Chemieunternehmen mit 3 Werken. Die ehemalige Buna GmbH in Schkopau, die früheren Sächsischen Olefinwerke GmbH in Böhlen und die ehemalige Leuna Polyolefine GmbH am Standort Leuna. Schkopau, das ehemalige Buna-Werk. Innovative und traditionelle Produkte, heute hergestellt auf Basis moderner und umweltfreundlicher Technologien, bestimmen die Erzeugnispalette des Werkes. 25. April 1936, Grundsteinlegung für die Buna-Werke. Buna, eine 1910 entwickelte Kautschuksynthese, bei der Butadien mit Natrium als Katalysator polymerisiert wird, gab dem Werk den Namen. Buna wuchs stetig und schnell weiter. In den folgenden Jahren bis zum Krieg entstanden die Anlagen zur Produktion von Calciumcarbid und Acetylen, der Rohstoffbasis für das Werk. Schon bald wurden daraus, neben dem synthetischen Kautschuk, auch andere Kunststoffe wie PVC, Polyethylen, Polystyrol und deren Vorprodukte im Werk hergestellt. Mit insgesamt 12 Drehstromöfen produzierte das Werk Calciumcarbid. Trockenvergaser machten daraus das begehrte Acetylen und als Nebenprodukt Kalkhydrat für die Baustoffwirtschaft. Die elektrothermische Carbidproduktion, heute längst Vergangenheit, war bis Ende der 80er Jahre bestimmender Faktor für den Energiebedarf des Buna-Werkes. So gehörten schon sehr früh 2 Gebäude zur Silhouette des Werkes. Die Kraftwerke Anna 65 und Ida 72. Ida 72, wie die Bunesen sagten, lag in der I-Straße. Nach dem A-Kraftwerk Anna 65, das 1938 in Betrieb ging, war es das 2. Kraftwerk auf dem Buna-Gelände. Der Bau von Ida 72 wurde 1942 begonnen und 1944 im vorgesehenen Umfang mit zunächst 6 Dampfkesseln beendet. 1953 kamen 2 weitere Kohlekessel mit einer Leistung von je 112 Tonnen Dampf pro Stunde hinzu. 1968 und 1969 schließlich wurden die beiden letzten Kessel 19 und 20 installiert, um den steigenden Dampfbedarf zu decken. Eine besondere Konstruktion sollte die Verbrennung von salzhaltiger Kohle ermöglichen. Wegen technischer Probleme wurden die Versuche hierzu jedoch abgebrochen. Nach 3 Jahren Betrieb mit Normalkohle erfolgte die Umrüstung der beiden Kessel auf Erdgasfeuerung. 4 dicke und 2 schlanke Schornsteine, eine einprägsame Erscheinung. Der Querschnitt zeigt eine kompakte Konstruktion. An den zentralen Hochbunker schließen sich links das Kesselhaus und rechts ein Rohrschacht, dann das Pumpenhaus und schließlich das Maschinenhaus an. Diese Anordnung ermöglichte optimale Leitungsführungen, kurze Dampfleitungen zwischen Kesseln und Turbinen und kurze elektrische Verbindungen zu den Transformatoren. Ida 72 wurde mit Braunkohle befeuert, die aus den verschiedenen Braunkohlerevieren in Mitteldeutschland stammt. Es ist ein langer Weg von der Kohle bis zum Strom. Und er ist auch nicht so einfach wie hier dargestellt. Wie bei einem Kamin zu Hause wird die Kohle im Kessel verbrannt. Nur mit dem Unterschied, dass dieser hier gut 30 Meter hoch und ein geschlossenes System ist, das heißen Dampf bis zu 115 Bar Druck und etwa 500 Grad Celsius Temperatur produziert. Dieser Dampf treibt die Turbinen an. So wird aus der Wärmeenergie, Bewegungsenergie und schließlich die gewünschte Elektroenergie, Strom für Buna. Aber nicht nur das. Der Dampf aus den Kesseln wurde in Ida 72 gleich mehrfach genutzt. Zunächst durchlief er mehrere Turbinentypen und erzeugte dort den Strom für das Werk. Anschließend wurde die Restenergie des Dampfes noch für technische Wärmeprozesse und Heizzwecke eingesetzt. In konventionellen Kraftwerken kondensiert der Dampf zu Kondensat, nachdem er die Turbinen verlassen hat.
Die Kesselspeisepumpen fördern das Kondensat, das Wasser also, zurück in den Kessel. Der Kreislauf beginnt neu. So etwas heißt Kondensationskraftwerk. Sein großer Nachteil, ein schlechter Wirkungsgrad von nur ca. 40%. Gut 50% der erzeugten Wärme gehen durch die Kondensation verloren, etwa 10% durch Abwärme aus den Schornsteinen. IDA 72 war anders. Für den industriellen Bedarf konzipiert, war IDA 72 ein sogenanntes Gegendruckkraftwerk mit Kondensationsanteil. Hier wird der Dampf, nachdem er die Turbinen angetrieben hat, noch genutzt für Wärmebedarf in den verschiedenen chemischen und technischen Prozessen des Werkes und natürlich auch für Heizzwecke. Das heißt, von der in den Kesseln produzierten Wärme geht kaum etwas verloren. Etwa 65% beträgt deswegen auch der Wirkungsgrad, also gut das anderthalbfache konventioneller Kraftwerke. Die Kohle auf dem Weg zum Kraftwerk. In den besten Tagen von IDA 72 kam wöchentlich 50 Mal so ein Kohlenzug mit 22 Waggons. Aus den Tiefbunkern unter dem Kohlenzug gelangte die Kohle zunächst auf die drei Baggeranlagen. Wandanlagen und Plattenförderer transportierten sie dann zu den beiden Brecheranlagen, die sie auf 6 mm Korngröße zerkleinerten. Zwei Schrägbänder, die man auch von außen am Kraftwerk gut sehen konnte, förderten den Brennstoff zum Hochbunker. Das Kraftwerk war ursprünglich für die Verfeuerung von Salzkohle ausgelegt. Allerdings waren die Betriebsergebnisse so unbefriedigend, dass schon 1944 wieder salzfreie Kohle eingesetzt wurde. Oben auf dem Hochbunker arbeiteten zwei sogenannte Reversierbänder, mit denen die Kohle auf die einzelnen Kesselbunker verteilt wurde. Der weitere Weg der Kohle ist staubig, heiß und trocken. Deswegen schauen wir lieber erst einmal in eine Grafik. Wir befinden uns jetzt oben über dem Hochbunker. Von hier gelangt die Kohle auf ein Förderband, das sie zu den Kohlemühlen transportiert. Vom Band fällt die Kohle auf die rotierenden Schlagwerke und wird dabei fein zermahlen. Die Kohlemühlen, sogenannte Krämermühlen, sind an den Stirnseiten der Kesselfeuerräume angeordnet. Bei Stillstand der Mühle darf man hier auch einmal einen Blick hineinwerfen. Zu einem ordentlichen Feuer gehört ein guter Brennstoff und reichlich Luft. Ein Frischluftgebläse oben am Kessel saugt die Luft von außen an und führt sie dem Kessel zu. Zur Verbesserung der Verbrennung wird die kalte Luft durch einen Luftvorwärmer aufgeheizt. Dieser Lungström-Nuvo, so nennen die Techniker diese Anlage, ist über dem Verbrennungsraum angeordnet und wird von den heißen Rauchgasen durchströmt. Langsam rotierende Blechlamellen nehmen die Wärme des Rauchgases auf und heizen so die Verbrennungsluft, die dann durch einen Luftkanal außen am Kessel zu den Brennern gelangt. Die zuvor zu Staub gemahlene Kohle wird durch Ventilation zu den Brennern im Feuerraum transportiert. Hier herrschen im Betrieb etwa Temperaturen von 1200 Grad Celsius. Diese Wärme gibt das Feuer an die Kesselwände ab. Diese bestehen aus nahtlosen Stahlrohren, in denen das Speisewasser verdampft. Doch bevor es soweit ist, muss das Feuer im Kessel erst einmal brennen. Zur Zündung des Kohlefeuers sind im Kessel Gasbrenner installiert. Über eine Regelvorrichtung gelangt das Gas zu den Brennern. Erst nach Erreichen einer bestimmten Betriebstemperatur wird die Kohle dazugesteuert. Man erkennt das Kohlefeuer an den kleinen Partikeln, die brennend im Kessel tanzen. Das brennende Gas bewegt sich nach oben und entweicht als Abgas über den Schornstein.
Bei einem Großkessel gibt es viele Hindernisse, die den Abgasstrom behindern, wie Rohre, Luftvorwärmer und die Elektrofilter. Hier reißt eine Spannung von 60.000 Volt die Flugaschepartikel aus dem Rauchgasstrom und führt sie über ein Fallrohr der Aschenanlage zu. Damit nun der Rauchgasstrom bei diesen vielen, aber notwendigen Hindernissen nicht schlapp macht, erzeugt ein Gebläse den notwendigen Unterdruck. Zentral geschmierte Lager sorgen für einen leichten Lauf der großen Lüfterräder, die das Abgas durch die Schornsteine drücken. Je zwei Kohlekessel haben einen gemeinsamen Schornstein. Die Mündung der vier Schornsteine liegt auf 75 Meter Höhe. Für eine optimale Verbrennung müssen Kohle und Luft in einem bestimmten Mengenverhältnis in den Feuerraum gelangen. Die Überwachung dieses Brennstoff-Luft-Verhältnisses und aller anderen Funktionen und Messwerte des Kessels erfolgt von einem Kesselfahrstand aus. Ein nostalgisches Überbleibsel aus den frühen Tagen des Kraftwerkes sind diese mechanischen Luftmengenmesser. Sie arbeiten nach dem Prinzip einer Waage. Bis zur Einführung modernerer Messsysteme wurde so die Menge der eintretenden Verbrennungsluft gemessen. Und im Verhältnis zur Kohle wurde die Luft entsprechend dazugesteuert. Wenn der Kessel angefahren wird, dauert es natürlich eine ganze Weile, bis sich der Dampfdruck aufgebaut hat. Ähnlich wie beim Schnellkochtopf zu Hause. Und genauso wie hier verhindern Sicherheitsventile ein Zerbersten des Kessels, wenn der Druck zu groß wird. Nur bei den regelmäßigen Überprüfungen der Sicherheitsventile, bei denen das Abblasen des Dampfes aus dem Kessel veranlasst wird, bekommt man einen anschaulichen Eindruck von der Energie, die hinter dem Dampf steht. Beim Hochfahren der Kessel sorgen übrigens Anfahrschalldämpfer dafür, dass die Druckverminderung des Dampfes keinen zu großen Lärm ins Freie trägt. Die schneckenförmigen Gebilde, einer Blumenvase nicht unähnlich, findet man oben auf dem Kraftwerksdach. 500 Grad Celsius heißen Dampf, der mit 115 Bar Druck durch die Leitungen strömt. Das macht das Kesselfeuer aus dem Speisewasser. Dies ist eine der Stellen am Kessel, über die der Dampf an die Verbraucher abgegeben wird. Die Obertrommel. Wieder so ein technischer Begriff. Diese Trommeln haben die Aufgabe, das in den Kesselrohren entstehende Wasser-Dampf-Gemisch zu trennen und möglichst trockenen Dampf abzugeben. Die Trommel steht im Betrieb unter Dampfdruck und hat deswegen eine Wandstärke von 95 mm. Sie kann für Revisionszwecke betreten werden. Wahrlich nichts für Leute, die Angst vor engen Räumen haben. Ein Kessel unter Last braucht eine präzise Speisewasserversorgung, sonst sind Bedienpersonal und Anlage gefährdet. Deswegen muss die Einstellung der Kesselspeisepumpen den schwankenden Lastzuständen des Kessels und des von ihm versorgten Dampfnetzes schnell folgen. Da die Speisepumpen des Kessels, wie alles in IDA 72, manuell gefahren wurden, war ein wachsamer Blick auf die Armaturentafel immer nötig. Ein Job also für Leute mit wachsamen Augen und schnellen Reaktionen. Im Kraftwerk gab es übrigens bis zuletzt Kesselspeisepumpen, deren Antrieb eine Dampfturbine war. Die Kraftwerksleitwachte, sie war sozusagen das Herz des ganzen Kraftwerkes. Hier laufen alle Messwerte auf und von hier werden alle Anlagen gesteuert bzw. entsprechende Kommandos an die Anlagenführer gegeben. In den Tagen höchster Produktion mögen Kessel und Turbinen wohl im Dauerbetrieb gelaufen sein, unterbrochen nur durch die vorgeschriebenen Revisionen. 1996, als diese Aufnahmen entstanden, war IDA 72 nur bei Bedarfsanforderungen in Betrieb. Gelegentlich, wenn im Probebetrieb beim großen Bruder nebenan Probleme auftraten, leisteten die alten Maschinen noch einmal ihre Dienste. Auch hier beim Hochfahren der Turbinen war noch echte Handarbeit angesagt. Turbinen sind empfindlich und mögen es gar nicht, von einem Schwall Dampf überrascht zu werden, der nicht der Norm entspricht. Metall dehnt sich aus, wenn es erwärmt wird. Nichts anderes geschieht mit den Turbinen. Erfolgt die Materialdehnung nicht gleichmäßig, kann es zur Berührung von drehenden und stehenden Maschinenteilen kommen.
Die Turbine geht zu Bruch. Also wird die Maschine vorsichtig mit Dampf beaufschlagt, damit sich das Material langsam auf die Temperatur einstellen kann. Entsprechend langwierig ist so eine Startprozedur. Ist schließlich die Drehzahl erreicht, kann die Turbine mit dem Stromnetz synchronisiert werden. Dies geschieht aus der Messwarte der Elektrozentrale heraus, die auch die Lastverteilung steuert. Für die Synchronisation gab es bereits früher Mess- und Steuergeräte, die diesen Vorgang halbautomatisch mit Bedienerunterstützung erledigten. In modernen Kraftwerken sind solche Vorgänge natürlich automatisiert. Steht die Synchronisation, geht der Generator ans Netz. NBS 12:26, I72, Generator 13 auf Sammelschiene 3 Rot, betriebsbereit gemacht, synchronisiert und eingeschaltet. Dieses Kellergewölbe heißt bei den Technikern der Schienengang. Diesen Namen hat der lange Flur von den Stromschienen, die die Generatorspannung von 6,3 oder 10,5 kV zu den Transformatoren fortleiten. Außerdem befinden sich hier die Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen der Generatoren. Und auch zum Teil noch sehr alte Ausrüstungen findet man hier. Elektrotechnik zum Anfassen, Baujahr 1921. Der Strom für den Eigenbedarf. Diese Anlage verteilt die für den Kraftwerksbetrieb notwendige Elektroenergie auf die Kraftwerksanlagen. Von der in IDA 72 erzeugten und der aus dem öffentlichen Netz zur Verfügung gestellten Elektroenergie werden die Chemieanlagen im Werk versorgt. Die Carbidfabriken waren zwar die größten Verbraucher, sie konnten aber von jeher nicht ausschließlich aus den Buna-Kraftwerken versorgt werden. Immerhin verbrauchte ein Carbidofen so viel Elektroenergie wie eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Und dann gab es ja auf dem Werksgelände noch viele andere Betriebe, die ebenfalls elektrisch zu versorgen waren. Dafür wurden verschiedene Stromnetze installiert. Berühren verboten, 6 Kilovolt, 6000 Volt also, stehen an diesen Stromschienen an. Dieses Netz versorgte verschiedene Verbraucher mit Elektroenergie, direkt oder über Unterverteilungen und Transformatoren, wie zum Beispiel das Kraftwerk selber über seine 500 Volt Eigenbedarfsanlage. Die Stromversorgung des Werkes war eine der wichtigen Aufgaben der beiden Kraftwerke. Die Versorgung mit Dampf, die noch wichtigere. Auf verschiedenen Druck- und Temperaturstufen stellt die IDA 72 technischen Dampf bereit, als konstante Wärmequelle für technische oder chemische Prozesse. Für Rührwerke, in denen der Inhaltsstoff durch Wärme flüssig gehalten wird, für chemische Prozesse, die die Wärme brauchen und so weiter und so weiter. Dieser Dampf kam teils direkt aus dem Kessel, teils als Abdampf aus den Turbinen und wurde über Dampfumformer den einzelnen Verbrauchern zur Verfügung gestellt. Die Technik des Gegendruckkraftwerkes sorgte hier für einen optimalen Wirkungsgrad mit guter Brennstoffnutzung. Mit steigender Produktion reichten die Dampfmengen aus den beiden Kraftwerken allerdings nicht mehr aus. So wurde 1977 in der Z-Straße ein Heizwerk mit 6 Dampferzeugern für Niederdruckdampf 16 Bar in Betrieb genommen und später auf 16 Dampferzeuger erweitert. Die Leittechnik des Heizwerkes entsprach schon damals künftigen Anforderungen. Moderne Displays zeigten Anlagenschaubilder und gaben so die Übersicht über die Betriebszustände im Fließdiagramm. Sechzehn moderne Erdgas- und Heizölkessel mit einer Leistung von ca. 700 Tonnen Dampf pro Stunde sicherten zusätzlich den Dampfbedarf für das Werk. Mit dem Heizwerk wurde gleichzeitig eine neue Wasseraufbereitung errichtet. Sie versorgte beide Kraftwerke, das Heizwerk selber und stellte Qualitätswasser für die chemischen Prozesse bereit. Nach der Vorreinigung des Saalewassers im sogenannten Vorklärer
befreiten große Filteranlagen und Enthärter das Wasser von Schwebstoffen und Härtebildnern. Die anschließende Destillation sorgte für die Entsalzung des Wassers. So war sichergestellt, dass alle Kessel nur einwandfreies Wasser ohne Härte und mit definiertem Salzgehalt bekamen. Unliebsame Ablagerungen in den Kesselrohren und an den Trommelwänden wurden dadurch weitestgehend ausgeschlossen. Braunkohle ist der Stoff, aus dem Dampf und Strom für das Werk erzeugt wurden und immer noch erzeugt werden. Braunkohlefeuerstellen sind für Techniker interessant und werden von Umweltschützern regelrecht gehasst. Ein Riesensprung in Richtung saubere Luft steht noch aus, solange dieses Kraftwerk arbeitet. Ein Unding, dass das technisch verrottete Monstrum überhaupt noch existiert. Das scheint etwas übertrieben formuliert. Schon beim Bau bekam das Kraftwerk Elektrofilter eingebaut zur Reinhaltung der Luft und zur Reduzierung der Aschestaubbelastung. Bis zu 98% der Abgasstäube wurden durch diese Filter ausgeschieden. Technisch noch nicht gelöst waren damals die Abscheidung von Schwefeldioxid, SO2, und die Reduzierung des Ausstoßes von Stickstoffverbindungen, NOx. Diese Emissionen konnten auch in den Folgejahren nur wenig oder gar nicht eingedämmt werden. Und dann war da noch der Zahn der Zeit, der so stark an dem Kraftwerk genagt hatte. IDA 72 war ein Kriegsjahrgang. 1942 bis 1944 erbaut, hatte es 50 Jahre später mit etlichen Baumängeln und Bauschäden zu kämpfen. Hinzu kamen schlechte Wirkungsgrade der Kessel, verursacht durch die Ablagerungen an den Kesselwänden und durch schlechte Isolation. Entsprechende thermografische Untersuchungen belegen dies. Bleibt das Thermogramm farbig, ist alles halbwegs okay. Die schwarzen Stellen im Fachwerk der Kesselmauern jedoch dokumentieren hohe Wärmeverluste. Und solche Stellen gab es reichlich. So fiel 1990 der Beschluss, IDA 72 nicht mehr weiter zu betreiben und ähnlich wie vorher schon das A-Kraftwerk in Schritten abzureißen. Bei diesem Verfahren wird der technische Kern des Kraftwerkes, also Kessel, Filter, Turbinen und Maschinen, aus dem Gebäude entfernt. Dann werden Teile der Gebäudeanbauten, wie Maschinenhalle oder Kesselhaus, mit der Abrissbirne abgetragen. Und schließlich das tragende Gebäudeteil, hier der Hochbunker, in einzelnen Segmenten zum Einsturz gebracht. Dieses Verfahren bewahrt die alte technische Substanz, beispielsweise Turbinen oder Generatoren, für die Instandsetzung oder für Museumszwecke. Außerdem bleibt so auch der Kraftwerksabschnitt mit den Kesseln 19 und 20 erhalten. Diese Kessel, ehemals als Salzkohlekessel ausgelegt, wurden bis zuletzt mit Gas betrieben. ...1990 durch neue Gaskessel ersetzt, dienen sie dem Werk Schkopau von BSL zur Absicherung der Dampf- und Stromerzeugung in Spitzenlastzeiten. Denn seit Juli 1996 wird das Werk vorwiegend von dem neuen Kraftwerk Schkopau, der Feber Kraftwerke Ruhr AG, versorgt. Das Kraftwerk liefert Strom und Dampf für das Schkopauer Werk, ist eingebunden in das 380 Kilovolt Netz und versorgt auch noch über einen Bahnstromgenerator die Deutsche Bahn AG mit Strom für die Lokomotiven. Ein modernes Braunkohlekraftwerk, das alle Anforderungen an einen umweltgerechten Betrieb erfüllt. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat IDA 72 in fast unverändertem Zustand die Energieversorgung der damaligen Buna-Werke garantiert. Technisch in die Jahre gekommen, hinterließ auch die Zeit an Gebäude und Technik irreparable Spuren. Reparatur und Instandsetzung der alten Anlagen wären unwirtschaftlich gewesen.
Durch das BSL-Restrukturierungsprogramm reduziert sich die künftig benötigte Leistung des Werkes auch dann, wenn neue Produktionsstätten entstehen und sich Kunststoffverarbeiter auf dem riesigen Areal des Werksgeländes niederlassen. Dampf- und Strombedarf des Werkes und des Industrieparkes werden vorrangig durch das Kraftwerk Schkopau gesichert. Der nostalgische Charme von IDA 72 aber bleibt mit diesem Film erhalten, auch wenn die Abrissbirne das meiste dem Erdboden gleichgemacht hat. In einem modernen Maschinenhaus werden drei Gaskessel und eine Dampfturbine den Abriss überdauern und so auch in Zukunft an die alten Tage von IDA 72 erinnern.